Mein Name ist Ulrike Zuball, willkommen zu Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Folge 2. Was bisher geschah. Chariklia und Diagenes sind aus Delphi geflohen, von Piraten nach Ägypten an den Nil gebracht und dort von Räubern gefangen genommen worden. Es ist ihnen die Flucht gelungen, gemeinsam mit einem jungen Griechen namens Knemon. Auf der Flucht sind die drei getrennt worden und Knemon hat einen ägyptischen Orakelpriester namens Kalasiris kennengelernt. Gemeinsam verbringen sie einen Abend und Kalasiris erzählt nun Knemon, was er in seinem Leben erlebt hat und wie er seltsamerweise Chariklia und Theagenes kennengelernt hat. Bei dem Namen des Räuberhauptmannes zuckte Knemon wieder zusammen, als hätte man ihn aufs Ohr geschlagen. Er nahm sich aber zusammen und schwieg, um der Erzählung des Alten weiter zuzuhören. Ich übergehe meine dazwischenliegenden Abenteuer, junger Freund, weil sie für das, worauf es dir ankommt, ohne Bedeutung sind. Ich hatte von der griechischen Stadt Delphi gehört, die Apollon geweiht ist und wo auch die übrigen Götter verehrt werden und fern vom Getriebe der Menschen weise Männer eine Arbeitsstätte haben. Dorthin reiste ich, weil ein ganz dem Kult und seinen Geheimnissen geweihter Ort mir der passendste Aufenthaltsort für einen Priester schien. Ich landete in Kira, am Kriseischen Golf und eilte vom Hafen hinauf zur Stadt. Als ich sie betrat, drang etwas wie eine wirkliche Stimme eines Gottes auf mich ein und auch sonst, vor allem durch ihre eigenartige Lage, schien mir die Stadt ein Aufenthalt höherer Wesen. Wie eine von der Natur gebaute Festung erhebt sich über ihr der Parnass und hält die Stadt im Schoß seiner sie umfassenden Ausläufer. »Das hast du wundervoll gesagt«, rief Knemon, »ganz wie einer, der den Hauch pythischen Geistes verspürt hat. Ungefähr so hat mir auch mein Vater die Lage von Delphi beschrieben, als ihn die Stadt Athen als Gesandten dorthin geschickt hatte.« »Du bist also ein Athener, mein Sohn«, fragte der Alte. »Ja, und wie heißt du?« »Knemon«, antwortete er. »Alles Weitere wirst du später einmal erfahren«, erzähle jetzt nur weiter. Gut, sagte der Alte und kam wieder auf die Stadt zurück. Als ich die Sportanlagen, die Plätze und Brunnen bewundert hatte, auch die kastalische Quelle, mit deren Wasser ich mich besprengte, lief ich zum Tempel, zur Eile getrieben, durch verworrenes Getöse vieler Stimmen. Es sei gerade die Stunde, sagte man mir, in der die Orakelpriesterin sich rühre. Ich trat ein, fiel nieder, versenkte mich im Gebet, als die Pythia ihre Stimme hören ließ. Fern von den Ufern des Nils, des ehrenspendenden Flusses, flüchtet dein eilender Fuß vor der Mäuren Gespinst. Sei guten Muts, ich beschere dir bald des ägyptischen Landes schwarze Furchen, doch jetzt sei mir freundlich gesinnt. Nach dieser Prophezeiung warf ich mich vor dem Altar auf das Antlitz und bat die Gottheit um ihren Beistand in allem. Die Menge um mich her pries laut den Gott, der mir gleich beim Eintritt geweissagt hatte. Sie beglückwünschten mich und zeichneten mich von da an in jeder Weise aus, weil der Gott mich, was bisher nur einem Spartaner namens Lykurgos geschehen sei, als seinen Freund begrüßt habe. Sie entsprachen meiner Bitte, im Tempelbezirk wohnen zu dürfen und bewilligten mir freien Lebensunterhalt und Gemeindekosten. Mit einem Wort, es fehlte mir an nichts. Bald wurde ich zu heiligen Handlungen zugezogen oder wohnte Opferzeremonien bei, welche Tag für Tag von Fremden und Einheimischen dem Gott zu Gefallen veranstaltet werden. Oder ich führte Gespräche mit Philosophen. Viele Leute dieses Schlages strömen zum Heiligtum des pythischen Gottes.
die dem Beschützer der Musen geweihte und ergebene Stadt ist ein wahrer Hort von Kunst und Wissenschaft. In der ersten Zeit befassten sich unsere Erörterungen mit den verschiedensten Fragen. Da wollte der eine etwas über die Art unseres ägyptischen Gottesdienstes wissen, ein anderer, weshalb wir diese oder jene Tiere als Gottheiten verehren, und sie fragten nach den Legenden über sie. Wieder ein anderer erkundigte sich nach dem Bau der Pyramiden, ein anderer nach der Anlage der unterirdischen Grabkammern. Mit einem Wort, nichts, was Ägypten aufzuweisen hat, blieb unerörtert, denn jede Neuigkeit aus Ägypten erregt die Wissbegierde der Griechen aufs Höchste. Schließlich fragte mich einer nach dem Nil, seinen Quellen, seinen Sonderheiten, wie den Überschwemmungen zur Sommerzeit, durch die er sich von allen übrigen Flüssen unterscheidet. Ich berichtete, was ich wusste und was in unseren heiligen Schriften steht, die nur wir Priester kennen und lesen dürfen. Ich erzählte, er entspringe in den Gebirgen Äthiopiens, an der äußersten Grenze Libyens, dort, wo der Orient aufhört und die südliche Erdhälfte beginnt. Im Sommer schwelle der Fluss an, nicht, wie manche angenommen haben, weil Nordwestwinde sein Wasser zurückstauen, sondern weil gerade diese Winde zur Sommersonnenwende alle Wolken von Norden nach Süden treiben und in der glühenden Zone zusammendrängen. Dort wird ihr Zug durch die außergewöhnliche Hitze dieser Landstriche aufgehalten, aus der allmählich angesammelten und verdichteten Feuchtigkeit wird Regen. Die dadurch bewirkten heftigen Regengüsse lassen den Nil anschwellen, bis er keine Lust mehr hat, ein bloßer Fluss zu sein und über die Ufer tritt, Ägypten in ein Meer verwandelt und so auf seinen Weg die Felder nährt. Deshalb ist sein Wasser, das aus himmlischen Regengüssen gespeist wird, so süß und fühlt sich so weich an, zwar nicht so warm wie an der Quelle, aber immer noch sehr lau. Aus diesem Grunde atmet er auch keine Kühle aus wie alle anderen Flüsse, was ohne Zweifel der Fall wäre, wenn seine Überschwemmungen, wie einige griechische Gelehrte behaupten sollen, durch Schneeschmelze verursacht würden. Als ich dies und Ähnliches auseinandersetzte, sagte der Priester des Apoll, der sich sehr eng mit mir befreundet hatte, Chariklis hieß er, ausgezeichnet. Ich schließe mich deiner Meinung an, zumal da ich die gleiche Ansicht von den Priestern in Katadupi gehört habe. Du warst also auch dort, Chariklis, fragte ich. Gewiss, Kalasiris, antwortete er. Und was führte dich dorthin, fragte ich weiter. Ein häusliches Missgeschick, erwiderte er, das mir zum Segen ausschlug. Als ich mich über diesen Widerspruch wunderte, sagte er, du würdest dich nicht darüber wundern, wenn du die Geschichte wüsstest. Wenn du Lust hast, sollst du sie erfahren. Höre, sagte Chariklis, als er die anderen aus dem Zimmer hatte gehen lassen. Ich hatte schon längst im Sinn, dich mit meinen Erlebnissen vertraut zu machen, weil du mir nützen kannst. Meine Ehe war lange kinderlos. Erst spät, im vorgeschrittenen Alter und nach vielen Gebeten, wurde ich Vater einer Tochter, von der mir der Gott voraussagte, sie werde mir kein Glück bringen. Sie kam ins heiratsfähige Alter und ich gab sie dem Freier, der mir unter vielen der würdigste schien. In der Hochzeitsnacht fand die Arme den Tod. Das Brautgemach wurde durch Blitzschlag oder Brandstiftung ein Opfer der Flammen. An das Hochzeitslied, das noch kaum verklungen war, schloss sich die Totenklage. Aus dem Brautbett wurde sie zu Grabe getragen und die Fackeln, die bei der Hochzeit geleuchtet hatten, zündeten den Scheiterhaufen an. Die Gottheit machte dieses Trauerspiel noch tragischer durch ein zweites Unheil. Sie entriss mir die Mutter meiner Kinder. Sie starb vor Gram. So unerträglich das von der Gottheit auferlegte Unglück war, ich nahm mir nicht das Leben. Ich glaubte den Gottesgelehrten, dass das sündhaft sei. Doch floh ich die Heimat und verließ mein verödetes Haus, denn es trägt viel zum Vergessen eines Unglücks bei, wenn das Auge nicht immer wieder die Erinnerung auffrischt.
Nachdem ich weit in der Welt umhergereist war, kam ich auch in deine ägyptische Heimat und gerade nach Katadupi, um die Wasserfälle des Nils kennenzulernen. Dies war also der Grund meiner Reise. Was ich dir noch erzählen möchte, ist eine Episode meiner Geschichte oder richtiger gesagt den Hauptteil. Als ich eines Tages in der Stadt umherschlenderte und die freie Zeit dazu verwandte, einige Dinge zu kaufen, die in Griechenland selten sind. Die Zeit hatte meinen Schmerz gelindert und ich dachte an die Rückkehr in die Heimat. Trat ein würdevoll aussehender Mann an mich heran. Sein Blick verriet Klugheit. Er war über die Jugend hinaus. Seine Hautfarbe war ganz schwarz. Er grüßte mich und sagte in etwas unsicherem Griechisch, er habe mir etwas unter vier Augen mitzuteilen. Ich erklärte mich bereit und er führte mich in einen nahen Tempel. Ich habe gesehen, sagte er, wie du Kräuter und Wurzeln aus Indien, Äthiopien und Ägypten einkauftest. Wenn du derartiges haben und nicht betrogen werden willst, so stehe ich dir gerne zu Diensten. Einverstanden, sagte ich. Zeige mir deine Sachen. Du sollst sie sehen, erwiderte er. Du darfst bei dem Geschäft aber nicht knausrig sein. Und du musst mir versprechen, dass du nicht zu teuer sein wirst. Er zog unter dem Arm ein Säckchen hervor und zeigte mir einen wahren Schatz kostbarster Edelsteine. Da waren Perlen von der Größe einer kleinen Walnuss, von vollendet runder Form und von blendend weißem Glanze. Smaragde und Saphire von dem Grün der jungen Frühlingssaat und von ölig schimmernder Glätte oder von der Farbe des Meeres, das dicht am Felsufer wogt und den Grund in violetter Färbung erscheinen lässt. Es war ein Durcheinanderspielen und Leuchten aller Farben, das die Augen entzückten. Dafür musst du dir einen anderen Käufer suchen, mein Bester, erklärte ich bei diesem Anblick. Ich mit meinem Geld bin kaum in der Lage, auch nur ein Stück davon zu erwerben. Wenn du sie nicht kaufen kannst, sagte er, so kannst du sie doch als Geschenk annehmen. Dazu reicht es allerdings bei mir, antwortete ich. Nur weiß ich nicht, weshalb du dich über mich lustig machst. Ich mache keinen Scherz, sagte er, sondern spreche in vollstem Ernst und schwöre bei der Gottheit dieses Tempels, dir dies alles zu schenken, wenn du bereit bist, ein weiteres Geschenk anzunehmen, das noch bedeutend wertvoller ist. Da musste ich lachen. Auf seine Frage, worüber ich lachte, sagte ich, weil ich es zum Lachen finde, dass du mir derartige Geschenke versprichst und als Belohnung ein noch weit kostbareres Geschenk anbietest. Du kannst mir glauben, erwiderte er, nur musst du mir schwören, von dem Geschenk den besten Gebrauch zu machen und so, wie ich es dir angeben werde. Trotz meiner Verwunderung und Ungewissheit schwor ich angesichts der lockenden Aussichten. Als ich den verlangten Eid geleistet hatte, führte er mich in seine Wohnung und zeigte mir ein Mädchen von unbeschreiblicher, ja göttlicher Schönheit, das nach seiner Angabe erst 7 Jahre alt war, mir aber fast erwachsen schien. Ungewöhnliche Schönheit erhöht wohl auch den Eindruck der Reife. Ich stand sprachlos. So wenig ich mir das alles erklären konnte, so wenig konnte ich mich in ihrem Anblick satt sehen. Das Mädchen, das du hier siehst, Fremdling, erklärte ihr, ist von seiner Mutter aus einem Grunde, den du noch erfahren sollst, in den Windeln ausgesetzt und einem ungewissen Schicksal überlassen worden. Ich fand es und nahm es auf, weil ich nicht verantworten konnte, mich um eine menschgewordene Seele nicht zu kümmern. Das entspricht auch dem Gebot unseres Weisheitslehrers, der mich kurz vorher der Einführung in seine Lehren gewürdigt hatte. Außerdem hatte das Kind von Anfang an etwas Hohes und Göttliches im Blick. Stolz und zugleich gewinnend sah es mich an, als ich es betrachtete. Bei ihm lagen die Kette mit den Edelsteinen, die ich dir eben gezeigt habe, und ein seidenes Stirnband,
in welches in den landesüblichen Schriftzeichen die Personalien des Kindes eingestickt waren. Wahrscheinlich hatte die Mutter diese Erkennungszeichen dem Kind fürsorglich mitgegeben. Ich las die Schrift und erfuhr Herkunft und Eltern des Kindes. Ich brachte es auf mein weit von der Stadt entferntes Landgut und übergab es meinen Hirten, um es aufzuziehen, mit der strengen Anweisung, zu niemand darüber zu sprechen. Die mitgegebenen Gegenstände verwahrte ich, damit sie dem Mädchen nicht gefährlich würden. Anfangs blieb die Geschichte auch geheim. Als das Mädchen aber mit der Zeit heranwuchs und wundervoll erblühte, unter Schönheit mag man sie auch unter der Erde verstecken, nun einmal nicht verborgen bleibt, sondern meiner Ansicht nach auch von dort hervorstrahlt, fürchtete ich, die Sache könne herauskommen, dem Mädchen das Leben kosten und mir Ungelegenheiten bereiten. Ich veranlasste deshalb meine Entsendung als Botschafter zum Statthalter von Ägypten. Hierher habe ich es mitgenommen, um für seine Unterbringung zu sorgen. Dem Statthalter werde ich bald meinen Auftrag ausrichten. Er versprach, mich heute noch zu empfangen. Dir aber und den Göttern, die alles so gefügt haben, vertraue ich das Mädchen unter folgenden eidlichen Bedingungen an. Du sollst sie als eine Freie erziehen und mit einem freien Manne verheiraten und diesem auch das Seidenband übergeben, das du von mir oder vielmehr von der Mutter, die es mit aussetzte, zu treuen Händen bekommst. Ich bin überzeugt, dass du alle unsere Abmachungen einhalten wirst, indem ich mich auf deinen Eid wie auf deinen Charakter verlasse. Ich habe dich in den vielen Tagen deines Aufenthaltes hier genau beobachtet und als einen wahrhaften Griechen erkannt. Dies alles konnte ich dir jetzt nur mit knappen Worten auseinandersetzen, weil mich meine Pflichten als Gesandter abberufen. Genauer und ausführlicher sollst du in die Geschichte des Mädchens eingeweiht werden, wenn du dich morgen beim Isis-Tempel einfindest. Ich nahm also das Mädchen und brachte es verschleiert in mein Haus. Den ganzen Tag kümmerte ich mich angelegentlich um es und dankte den Göttern für das Geschenk. Ich betrachtete es von Anfang an als meine Tochter und nannte es auch so. Am anderen Tage eilte ich in aller Frühe zum Isis-Tempel, wohin ich mit dem Fremden verabredet war. Als ich dort lange auf- und abgegangen war, ohne dass er sich blicken ließ, ging ich zum Statthalterpalast und erkundigte mich nach dem äthiopischen Gesandten. Ich erfuhr, er sei abgereist oder richtiger, er sei fortgejagt worden. Der Statthalter habe ihm den Tod angedroht, wenn er nicht bis zum Abend über die Grenze wäre. Auf meine Frage gab man mir als Grund an, er habe verlangt, man solle die Hand von den Smaragdminen lassen, da sie zu Äthiopien gehörten. Ich ging nach Hause, verdrossen wie einer, der einen schweren Schlag erhalten hat, weil ich nichts Genaueres über das Mädchen, seine Herkunft und Abstammung erfahren konnte. »Kein Wunder«, meinte Knemann, »mir ist es ebenso ärgerlich, aber vielleicht erfahre ich doch noch etwas darüber.« »Das wirst du«, sagte Kalasiris. »Aber erst sollst du hören, was Charikles weiter erzählte.« »Als ich nach Hause kam«, sagte er, »da kam mir das Mädchen entgegen. Sie sprach zwar nicht, weil sie noch kein Griechisch verstand, grüßte mich aber mit der Hand und versetzte mich schon durch ihren Anblick in frohe Stimmung. Ich war erstaunt, dass sie, so wie ein guter Hund von edler Rasse jeden, den er auch erst kurz kennt und leiden mag, zur Begrüßung umwedelt, meine Sympathie für sie sofort empfunden hatte und mich wie einen Vater umschmeichelte. Ich beschloss, nicht länger in Katadupi zu bleiben, um nicht durch die Ungunst der Götter auch noch die zweite Tochter zu verlieren, und fuhr nilabwärts ans Meer, wo ich ein Schiff fand, das mich in die Heimat brachte. Und jetzt lebt das Kind noch bei mir. Es ist mein Kind und trägt meinen Namen, ist mein Ein und Alles. Wie es sonst alle meine Wünsche übertroffen hat, so rasch hat es sich die griechische Sprache angeeignet, so rasch
Wie ein kräftiger Reis hatte sich zu voller Blüte entwickelt. Jedes Auge, von Griechen wie von Fremden, wendet sich ihm zu. So übertrifft es an Schönheit alle jungen Mädchen. Überall, wo es sich zeigt, im Tempel, im Stadion, auf den Plätzen, zieht es wie ein Meisterwerk der Kunst alle Augen und Gedanken auf sich. Trotzdem macht sie mir großen Kummer. Sie will nichts von der Ehe wissen und besteht darauf, ihr Leben lang Jungfrau zu bleiben. Sie hat sich dem Dienst der Artemis geweiht, widmet sich der Jagd und übt sich im Bogenschießen. Das macht mir das Leben schwer. Ich hatte gehofft, sie mit meinem Neffen, einem gebildeten, liebenswürdigen jungen Manne von Geist und Charakter, zu verheiraten. Doch jede Bemühung scheiterte an ihrem hartnäckigen Nein. Weder durch Freundlichkeit noch durch Versprechungen oder durch Zureden habe ich etwas erreichen können. Was das Schlimmste ist, sie benutzt, wie man zu sagen pflegt, meine eigenen Waffen gegen mich. Sie lässt die ganze Schlagfertigkeit, die sie meiner Unterweisung verdankt, gegen mich spielen, um zu beweisen, dass sie das beste Leben erwählt hat, preist begeistert die Jungfräulichkeit und erhebt sie als etwas Reines, Unbeflecktes, Heiliges, beinahe in den Rang des Göttlichen und verachtet Eros und Aphrodite und alles, was zu ehelicher Verbindung gehört. Ich bitte dich um deine Hilfe. Ich habe die Gelegenheit und die Möglichkeit wahrgenommen, die sich gewissermaßen ganz von selbst boten. Ich musste deswegen weiter ausholen. Tu mir nun den Gefallen, lieber Kalasiris, und wende die Weisheit und die Zaubermittel Ägyptens bei ihr an. Überrede sie durch Wort und Tat, ihre natürliche Bestimmung zu erkennen und sich bewusst zu werden, dass sie eine Frau ist. Dies ist leicht für dich, wenn du nur willst. Sie scheut ja nicht Gespräche mit klugen Männern, ist sie doch im Umgang mit ihnen aufgewachsen. Auch wohnt sie hier mit dir zusammen, ich meine innerhalb des Tempelbezirkes. Verschließe dich nicht meiner Bitte. Lass mich nicht kinderlos und ohne Trost und Erben ein schweres Alter erleben. Ich beschwöre dich bei Apoll und bei deinen heimischen Göttern. Diese Worte, Knemon, und vor allem die Tränen, mit denen er die Bitte vorbrachte, rührten mich, und ich versprach ihm zu helfen, wenn ich es könnte. Während wir die Sache noch besprachen, kam jemand und sagte, der Führer der Festdeputation, der Indianer, warte schon lange draußen, voller Ungeduld und verlange nach dem Priester, um mit der Opferhandlung beginnen zu können. Ich fragte Chaiklis, wer die Indianer seien und um was für eine Deputation und Opferzeremonie es sich handle. Er antwortete mir, die Indianer sind ein thessalischer Stamm, und zwar der vornehmste in dem ganzen Landstrich, rassereine Griechen, die von Helen, dem Sohn des Deukalion, abstammen. Sie wohnen im Allgemeinen an der Küste des Malischen Golfes, aber auf Hypate, ihre Hauptstadt, sind sie besonders stolz. Sie selbst behaupten, sie habe ihren Namen davon, dass sie über die übrigen Städte herrsche, während andere den Namen damit erklären, dass die Stadt am Fuße des Oeta liegt. Was nun das Opfer und die Festgemeinschaft angeht, so finden sie alle 4 Jahre statt. Da veranstalten sie immer, wie jetzt, zur Zeit der dir bekannten pythischen Wettkämpfe, eine heilige Gesandtschaft für Neoptolemos, den Sohn des Achillen. Denn er wurde hier an den Altären des pythischen Gottes von Agamemnons Sohn Orestes heimtückisch ermordet. Die diesjährige Gesandtschaft übertrifft alle früheren, denn ihr Führer rühmt sich der Abstammung von Achill. Ich bin dem jungen Menschen gestern begegnet und wirklich schien er mir der Abstammung von Achill Ehre zu machen. So gut sieht er aus und ist so stattlich gewachsen, dass er schon damit seine edle Abkunft beweist. Ich bekundete meine Überraschung darüber, dass sich ein Indianer als Nachkomme Achills ausgibt, denn der ägyptische Dichter Homer berichtet uns, dass Achill aus Stia war. Dieser junge Mann, erklärte mir Chariklis,
erhebt mit demselben Recht wie alle übrigen Indianer Anspruch auf den Helden. Sie behaupten nämlich, dass Thetis den Golf von Malis verlassen habe, um sich mit Peleus zu vereinigen, dass einst die ganze Küste, die diesen Golf umgibt, Phthia hieß und dass die anderen Stämme, neidisch auf den Ruhm des Achill, ihn fälschlich für sich beanspruchen. Im Übrigen nennt sich der Jüngling Eakides, weil er von Menestheus abstammt, den Sohn des Berchaios und der Polydora, eine Tochter des Peleus. Man kennt ihn hier unter dem Namen Theagenes. Menestheus war mit Achill einer der Hauptführer im Zug der Myrmidonen gegen Troja, aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem Helden. Er will nicht von Achill lassen, um jeden Preis will er ihn zum Indianen machen und bezeichnet als Beweis unter anderem dieses Totenopfer zu Ehren des Neoptolemos. Er sagt, alle Thessalier seien sich einig, die Darbringung den Indianern anzuvertrauen, womit sie gleichzeitig zugeben, dass diese die nächsten Nachkommen sind. Das, sage ich zu Chaiklis, mag man ihnen gern zugestehen oder sie mögen es sich selbst beweisen. Lass ihn nun hereinrufen, Chaiklis, ich bin begierig, ihn zu sehen. Chaiklis nickte. Der junge Mann trat ein. Es ging von ihm wirklich ein achillischer Hauch aus. Der Blick und die selbstbewusste Haltung erinnerten an Achill. Er trug den Nacken aufrecht, das Haar war aus der Stirn hochgestrichen, die Nase, deren Flügel breit die Luft einsogen, verriet Leidenschaft. Das Auge nicht ganz blau, sondern von schwarz ins blaue hinüberspiegelnd, blickte feurig und doch nicht unfreundlich, wie das Meer nach dem Sturm, wenn die erregten Wellen sich glätten. Als die üblichen Begrüßungen ausgetauscht waren, erklärte er, es sei Zeit, Apollon zu opfern, um dann das Sühneopfer für Neoptolemos darzubringen und zu dem darauffolgenden Umzug zurechtzukommen. Es ist recht, erwiderte Chaiklis und stand auf, wobei er sich an mich wandte. Du wirst heute übrigens Chariklia kennenlernen, falls du sie nicht schon gesehen hast. Es ist alter Brauch, dass die Priesterin der Artemis bei dem Umzug und dem Totenopfer für Neoptolemos zugegen ist. Ich hatte das Mädchen schon oft gesehen, Knemon, wenn sie an Opfern teilgenommen oder sich dann und wann nach Kultüberlieferungen erkundigt hatte, aber ich schwieg und wartete ab, was geschehen werde. Wir brachen nach dem Tempel auf, wo von den Thessaliern schon alles für das Opfer vorbereitet war. Als wir an den Altären standen und der junge Mann die Zeremonie begann, während der Priester betete, ließ ich die Pythia aus dem Tempelinneren vernehmen. Achtet auf sie, die erstens die Anmut und dann auch den Ruhm hat, Delphia, und dann auf ihn, der einer Göttin entstammt. Meinen Tempel verlassen sie, teilen die Wogen des Meeres, erreichen das dunkle Land, das die Sonne durchglüht. Dort dann finden sie reichlichen Lohn für ihr rechtliches Leben, ein weißleuchtendes Band um die schwärzliche Stirn. Der Spruch der Gottheit versetzte die Anwesenden in große Verwirrung, weil sie das Orakel nicht zu deuten wussten. Jeder betrachtete es von einer anderen Seite und erklärte es nach dem, was er selbst wünschte. Die Wahrheit fand keiner. Gewöhnlich werden Träume und Orakel ja erst mit ihrer Erfüllung verständlich. Auch waren die Delphier mit ihren Gedanken schon ganz bei dem Umzug und seinem Gepränge, dass sie sich über den genauen Sinn des Götterspruches nicht viel den Kopf zerbrachen. Als der Umzug und die Opferzeremonien beendet waren, aber sie sind noch nicht zu Ende, Väterchen, warf Knemon dazwischen. Mich hast du durch deine Erzählung noch nichts davon sehen lassen. Während ich ganz hingerissen dir zuhöre und darauf aus bin, das Fest mit eigenen Augen zu erleben,
läufst du an mir vorbei wie an einem, der zu spät dazugekommen ist. Du öffnest den Bühnenvorhang, um ihn im gleichen Augenblick zu schließen. Ich wollte dich mit solchen äußeren Dingen nicht behelligen, Knemon, erwiderte Kalasiris und ging deshalb gleich auf die wesentlichen Punkte der Geschichte los, nämlich auf das, wonach du mich vorhin gefragt hast. Doch da du überall als Zuschauer dabei sein willst, woran man den richtigen Athener erkennt, werde ich dir den Festzug, der wie wenige berühmt geworden ist, an sich wie vor allem wegen seiner Folgen kurz schildern. Den Anfang an machte eine Hekatombe von Stieren, die von den opfernden Bauern in ihrer Tracht geführt wurden. Jeder von ihnen hatte ein weißes Röckchen an, das der Gürtel bis zur Kniekehle heraufzog, und schwang mit dem rechten Arm, der ebenso wie Schultern und Brust bloß war, ein zweischneidiges Beil. Alle Tiere waren schwarz, die starken Nacken leicht gebeugt, stolzierten sie einher. Ihre kurzen, geraden Hörner liefen spitz zu und waren zum Teil vergoldet, zum Teil mit Blumen begrenzt. Die Vorderbeine waren gekrümmt, die Kehlsäcke hingen bis auf die Knie herab. Es waren genau 100, also im wörtlichen Sinne eine Hekatombe. Es folgte eine Menge verschiedener anderer Opfertiere, jede Gattung für sich. In feierlichen Tönen kündeten Flöten und Syringen das Opfer an. Nach den Herden und Hirten kamen thessalische Mädchen in anmutigen, tief gegürteten Gewändern mit aufgelöstem Haar. Sie waren in zwei Züge geteilt. Der erste trug Körbe mit Blumen und Früchten, der zweite Körbchen mit Gebäck und weithin duftendem Räucherwerk. Sie gebrauchten dabei nicht die Hände. Die Körbe auf dem Kopf tragend hielten sie einander angefasst. So bildeten sie einen langen Zug verschlungener Hände, um zugleich schreiten und tanzen zu können. Den Takt gab der zweite Zug an, der die Festhymne zu singen hatte, ein Loblied auf Thetis und Peleus, auf ihren Sohn und ihren Enkel. Danach Knemon, ach was Knemon, unterbrach dieser, das Schönste wirst du mir schon wieder vorenthalten, Väterchen, wenn du den Wortlaut der Hymne mit Schweigen übergehst, als wäre ich nur Zuschauer, aber nicht Zuhörer des Festzuges. Gut zu hören, wenn es dir Freude macht, sagte Kalasiris. Das Lied lautete ungefähr so. Die goldlockige Thetis besing ich, Nereus, unsterbliche Tochter des Meeres, die Zeus zur Ehe mit Peleus zwang, den Glanz der Salzflut, unsere Liebesgöttin, die den speertragenden Gott der Schlachten gebar, Griechenlands flammenden Blitz, Achill, dessen Ruhm zu den Göttern emporsteigt. Seiner Ehe mit Pyrrha entstammst du, sein Ebenbild, Neoptolemos, Retter Griechenlands, Trojas, Vernichter. Sei uns gnädig, der du ruhst in der heiligen Erde von Delphi. Nimm dieses Opfer und halte von unserer Stadt Schrecken fern und Gefahr. Preis dir, goldlockige Thetis. Das etwa, Knemon, war der Wortlaut des Liedes, soweit ich mich erinnere. Der Gesang der Chöre war von einer Harmonie, der Takt der Schritte von einem Rhythmus, dass das Auge vom Ohr verführt wurde, alles andere zu übersehen und die Zuschauer von der Melodie mitgerissen, den vorüberschreitenden Mädchen folgten, bis das strahlende Bild der dahinter auftauchenden berittenen jungen Männer und ihres Anführers bewies, dass ein schöner Anblick jeden Ohrenschmaus übertrifft. Die Zahl der jungen Männer betrug 50. Sie waren in zwei Züge von 25 Mann eingeteilt, die in ihrer Mitte den Führer des Festzuges geleiteten. Ihre Schuhe waren über den Knöcheln mit roten, geflochtenen Lederriemen befestigt. Der weiße, dunkelblau gesäumte Mantel wurde über der Brust von einer goldenen Schnalle gehalten. Alle Pferde waren Thessalier. In ihren Augen glänzte die Freiheit der Steppe.
Sie wehrten sich gegen den Zwang der Zügel, die sie bissen und häufig mit Schaum bedeckten, doch fügten sie sich ihnen aus dem Willen des Reiters, der sie lenkte. Kopf und Stirn waren mit silbernem und vergoldetem Zaumzeug geschmückt. Man sah, wie die jungen Männer darin miteinander wetteiferten, so schön sie waren. Der Blick der Zuschauer glitt an ihnen vorüber und richtete sich auf den Anführer. Es war mein Sorgenkind Theagenes, als blende ein Blitz den Blick für alles andere. Solch einen Glanz strahlte seine Erscheinung aus. Ebenfalls zu Pferde und in voller Rüstung schwang er die erzbeschlagene Lanze aus Eschenholz. Ohne Helm ritt er barhäuptig einher. Er trug einen purpurfarbenen Mantel, dessen Goldstickerei den Kampf der Lapiten gegen die Zentauren darstellte. Die Mantelschnalle zeigt in einer Bernsteinfassung eine Athene, die auf dem Brustpanzer das Haupt der Gorgo trug. Ein leichter Wind, welcher die Wirkung der Szene noch steigerte, spielte mit dem Haar im Nacken des jungen Menschen, strich ihm die Locken aus der Stirn und wehte den Mantelsaum über Rücken und Weichen des Pferdes. Du hättest glauben können, das Pferd selber spüre die Schönheit seines Herrn und wäre sich der Auszeichnung bewusst, den stattlichsten Reiter zu tragen. Es warf den Hals empor, spitzte die Ohren, senkte stolz die Augenlider, schritt kühn einher, folgte willig dem Zügel und wiegte sich dem Boden fast lautlos, mit der Spitze der Hufe berührend rhythmisch in den Schultern. Der Anblick erfüllte alle mit Bewunderung. Man sprach einhellig dem jungen Mann den höchsten Preis für seine männliche Schönheit zu. Die Frauen aus dem Volke, die ihre Gefühle nicht verbergen konnten, warfen mit Äpfeln und Blumen nach ihm in der Hoffnung, ihn für sich einzunehmen. Sie waren sämtlich einer Meinung, nichts auf der Welt übertreffe Theagenes Schönheit. Doch als die frühgeborene, rosenfingrige Eos emporstieg, wie Homer sagen würde, als aus dem Tempel der Artemis die schöne und kluge Chariklia aufbrach, wurde uns bewusst, dass auch Theagenes übertroffen werden konnte, wenn auch nur insofern, als die vollkommene weibliche Schönheit anziehender ist als die männliche. Sie saß auf einem Wagen, der von einem Gespann weißer Stiere gezogen wurde. Sie trug ein langes, purpurrotes Gewand, das mit Goldfäden durchwirkt war. Die Brust hielt ein Gürtel, dessen Verfertiger seine ganze Kunst aufgeboten hatte. Niemals zuvor hatte er etwas derartiges geschaffen, und es war auch kein zweites Mal von ihm zu erwarten. Der Künstler hatte die Schwanzenden zweier Schlangen auf dem Rücken der Trägerin verschlungen, die Hälse wechselseitig unter der Brust zu einer Schleife verbunden, aus der die Köpfe hervorkamen und als Gürtelenden nach beiden Seiten herabhingen. Man hätte meinen können, die Schlangen schienen nicht nur zu kriechen, sondern kröchen wirklich. Dabei hatte ihr Blick nichts Bösartiges oder Schreckliches. Sie waren vielmehr wie von weichem Schlummer übergossen, als wären sie an der reizenden Brust des Mädchens eingeschlafen. Das Material, aus dem sie gefertigt waren, war Gold, die Farbe ein dunkles Blau. Sie war kunstvoll auf das Gold aufgetragen, so dass der Kontrast von Goldgelb und Dunkelblau die rauhalten und wechselnden Farben der Schuppen hervortreten ließ. So war der Gürtel des Mädchens. Das Haar trug sie weder geflochten noch ganz offen. Das meiste fiel über den Hals und flutete über Schultern und Rücken, um Stirn und Scheitel wurde es, frisch wie Rosen und hell wie Sonnenschein, von einem Kranz zarter Lorbeerzweige gehalten, die verhinderten, dass es unordentlich im Winde wehte. In der linken trug sie einen vergoldeten Bogen. Der Köcher hing über der rechten Schulter, in der anderen Hand hielt sie eine brennende Fackel, aber der Glanz ihrer Augen strahlte heller als jeder Fackelschein.
Das sind sie, Diagenes und Chariklia, rief Knemon. Wo in aller Welt sind sie? Zeig sie mir, ich bitte dich bei den Göttern, bat Kalasiris in der Annahme, Knemon sehe sie wirklich. Väterchen, entgegnete Knemon, mir war, als sehe ich sie, obwohl sie nicht da sind. So lebendig, wie ich sie von Angesicht zu Angesicht kenne, hast du sie mir durch deine Schilderung vor Augen geführt. Ich bezweifle, ob du sie so sahst, wie die Sonne Griechenlands sie an jenem Tag erblickte, bewundert, umjubelt, sie aller Männer, er aller Frauen Sehnsucht. Denn eins von beiden zu besitzen, dünkte ihnen der Inbegriff der Seligkeit. Nur, dass die Einheimischen den jungen Mann, die Thessalier, das Mädchen mehr bewunderten, beide das, was sie zum ersten Mal sahen. Wirkt doch das Neuartige stärker als das Gewohnte. Doch welch schöner Tag, welch holder Wahn. Wie hast du mich aufgeregt, Knemon? Ich glaubte schon, du hättest die geliebten Menschen gesehen und könntest sie mir zeigen. Du hältst mich offensichtlich überhaupt zum Narren. Bei Beginn meiner Erzählung stelltest du mir in Aussicht, sie würden gleich kommen und sich blicken lassen und verlangtest als Belohnung, ihre Geschichte zu hören. Jetzt ist es schon Abend, die Nacht bricht herein und noch immer sind sie nicht da. Sei unbesorgt, sagte Knemon, mache dir keine Gedanken, sie kommen bestimmt noch. Vielleicht ist etwas dazwischen gekommen und sie treffen ein wenig später ein als verabredet. Im Übrigen, auch wenn sie da wären, dürftest du sie nicht sehen, bevor ich meine ganze Belohnung erhalten habe. Willst du sie also bald zu Gesicht bekommen, so erfülle dein Versprechen und erzähle deine Geschichte zu Ende. Nur zögernd wende ich mich einer Begebenheit zu, deren Erinnerung meinen Schmerz aufwühlt, erwiderte Kalasiris. Auch fürchtete ich, dir lästig zu fallen mit meiner langen Erzählung, von der du jetzt genug haben musst. Hörst du aber, wie es scheint, gerne weiter zu und kannst nicht genug bekommen von schönen Geschichten, so will ich dort vorfahren, wo ich aufgehört habe. Vorher wollen wir nur die Lampe anzünden und den Göttern der Nacht den Schlaftrunk darbringen, damit wir nach erfüllter Pflicht unbesorgt die Nacht der Erzählung widmen können. Nach diesen Worten ließ er eine Dienerin eine brennende Lampe bringen und vollzog das Trankopfer. Dabei rief er die anderen Götter und zuletzt den Hermes an, den um eine Nacht voll guter Träume bat. Wenigstens im Traume möge er ihn seine lieben Kinder sehen lassen. Dann fuhr er in seiner Erzählung fort. Als der Zug das Grabmal des Neoptolemos dreimal umschritten hatte, Knemon, und die jungen Leute dreimal die Runde gemacht hatten, brachen die Frauen und Männer in laute Rufe aus. Dann wurden wie auf ein verabredetes Zeichen die Rinder, Schafe und Ziegen zugleich geschlachtet. Man hätte meinen können, eine einzige Hand hätte sie alle mit dem Schlachtbeil getroffen. Auf einen großen Altar wurden eine Unmenge Holzscheite gehäuft, nach altem Brauch die Gliedmaßen der Opfertiere darauf gelegt und der Priester des Apoll gebeten, mit dem Trankopfer zu beginnen und dann das Altarfeuer anzuzünden. Chariklis erklärte, das Trankopfer darzubringen sei seines Amtes. Aber den Altar anzuzünden und sich dazu von der Priesterin die Fackel geben zu lassen, Sache des Führers der Gesandtschaft. So gebiete es der althergebrachte Brauch. Nach diesen Worten goss er das Trankopfer aus. Diagenes holte das Feuer. Da wurde uns durch den Vorgang, der sich jetzt abspielte, klar, lieber Knemon, dass die Seele etwas Göttliches und von Uranfang Verwandtes ist. Denn in dem Augenblick, in dem die beiden jungen Menschen sich ansahen, liebten sie einander, als ob die Seele bei der ersten Begegnung die verwandte Seele erkannt hätte und auf das zustürzte, was ihr von rechts wegen gehörte. Zuerst standen sie noch regungslos, wie betäubt. Zögernd reichte sie ihm die Fackel, zögernd nahm er sie. Lange und unverwandt blickten sie sich in die Augen, als ob sie sich schon früher gekannt oder gesehen hätten
und es sich nun in das Gedächtnis zurückriefen. Sie lächelten leicht, verstohlen, nur ein Schimmer in den Augen verriet es. Dann erröteten sie, als schämten sie sich des Vorgangs. Dann wieder, in der tiefen Erregung des Herzens, wurden sie blass. Mit einem Wort, ihre Mienen wechselten in der kurzen Zeit fortwährend den Ausdruck. Die Veränderungen in Gesichtsfarbe und Blick verrieten ihre innere Bewegung. Der großen Menge entging naturgemäß dieser Vorgang, da jeder durch andere Dinge und Gedanken beansprucht war. Auch Chariklis, der die üblichen Gebete und Anrufungen verrichtete, merkte nichts. Ich allein beobachtete ausschließlich die beiden jungen Leute. Seitdem Theagenes bei einem Tempelopfer den Orakelspruch empfangen hatte, hatten die darin vorkommenden Namen eine Ahnung von den künftigen Ereignissen in mir wachgerufen. Was das Orakel letzten Endes bedeutete, konnte ich allerdings nicht ahnen. Als Theagenes sich endlich geradezu gewaltsam von dem Mädchen losriss, die Fackel an den Holzstoß legte und den Altar in Brand setzte, war der feierliche Umzug zu Ende. Die Thessalier begaben sich zum Festmahl, die Zuschauer zerstreuten sich und wandten sich nach Hause. Chariklia legte einen weißen Mantel um und eilte mit einigen Gefährtinnen nach ihrer Wohnung im Tempelbezirk. Sie wohnte nicht mit ihrem vermeintlichen Vater zusammen, sondern lebte mit Rücksicht auf ihr heiliges Amt für sich allein. Durch das, was ich gesehen und gehört hatte, war ich stark beunruhigt. In dieser Verfassung begegnete ich Chariklis, den ich gerade suchte. »Hast du meinen und Delphis Liebling Chariklia gesehen?« fragte er mich sofort. »Das war jetzt nicht das erste Mal«, gab ich zur Antwort. »Ich sah sie schon früher wiederholt im Tempel und nicht nur im Vorbeigehen, wie man so sagt. Ich brachte häufig mit ihr zusammen Opfer dar und sie erbat und hörte in göttlichen und menschlichen Fragen, wenn sie in Verlegenheit war, meine Ansicht.« »Und wie fandest du sie jetzt, lieber Freund? Hat sie dem Festzug Ehre gemacht?« »Sei still, Chariklis«, antwortete ich. »Das ist, als fragtest du mich, ob der Mond heller scheint als die anderen Gestirne.« »Doch einige waren für den jungen Thessalier eingenommen«, wandte er ein. »Ja, ihm gab man den zweiten oder dritten Preis«, erwiderte ich. »Deine Tochter aber war nach dem allgemeinen Urteil die Krone und der Mittelpunkt des ganzen Festzuges.« Chariklis freute sich und ich hatte wirklich meinen Zweck erreicht, denn ich wünschte, sein volles Vertrauen zu gewinnen. »Ich gehe jetzt zu ihr«, sagte er lächelnd. »Wenn du willst, so komm mit. Wir wollen sehen, ob ihr das Volksgedränge nicht doch lästig geworden ist.« Ich sagte freudig zu und gab ihm zu verstehen, dass mir seine Angelegenheit wichtiger sei als jede andere. Als wir zu ihrer Wohnung kamen und eintraten, fanden wir sie angegriffen auf ihrem Bett liegen. Ihre Augen schimmerten feucht von Tränen der Liebe. Als sie ihren Vater wie gewohnt umarmt hatte, fragte er, was ihr fehle. Sie habe Kopfschmerzen, erklärte sie, und wolle, wenn er erlaube, sich ausruhen. Besorgt zog sich Chariklis mit mir zurück und wies die Dienerinnen an, für ihre Ruhe zu sorgen. »Was mag das sein, lieber Kalasiris?« fragte er mich beim Verlassen des Hauses. »Was für einen Anfall von Schwäche mag meine Tochter haben?« »Es wäre nicht verwunderlich«, antwortete ich, »wenn sie einen bösen Blick auf sich gezogen hätte, da sie an so vielen Leuten vorbeigekommen ist.« Er lächelte spöttisch. »Du glaubst also wie die große Masse an den bösen Blick?« »Allerdings«, antwortete ich, »genauso wie an jede andere Wirklichkeit. Es hat damit folgende Bewandtnis. Die Luft, die uns umgibt, dringt durch Augen, Nase, Atmungs- und andere Wege in unser Inneres. Sie bringt die den Außendingen anhaftenden Eigenschaften mit sich. Wenn sie also einströmt, so ist ihre Wirkung auf den Empfänger. Wenn jemand etwas Böses, Schönes neidisch ansieht, erfüllt er den Raum um sich her mit bösen Keimen und überträgt seinen Hauch voller Bosheit auf den anderen. Der dringt infolge seiner feinen Beschaffenheit
bis ins Mark und in die Knochen. So entsteht bei vielen die Krankheit des Neides, die man mit einem eigenen Namen Behexung nennt. Bedenke auch, Charikles, wie viele sich Augen leiden, wie viele sich epidemische Krankheiten holen, ohne dass sie mit dem Kranken in Berührung gekommen sind oder Bett oder Tisch mit ihm geteilt haben, einzig und allein durch das Einatmen der gleichen Luft. Nichts beweist diese These schlagender als die Entstehung der Liebe. Durch das bloße Ansehen wird sie geweckt und wie vom Wind getragen, dringt die Leidenschaft mittels der Augen ins Herz. Dies ist auch ganz natürlich, denn als das beweglichste und wärmste Sinnesorgan nimmt das Auge die Ausstrahlungen am leichtesten auf, indem es Kraft des im innewohnenden heißen Elements die Liebe auf ihrem Weg an sich zieht. Als Beispiel will ich noch einen Fall aus der Naturgeschichte anführen, der in unseren Tierlegenden erwähnt wird. Der Pirol heilt Gelbsüchtige. Sieht ihn ein Kranker dieser Art, so sucht der Vogel das Weite. Er wendet sich ab und schließt die Augen, nicht weil er, wie manche glauben, dem Kranken nicht helfen will, sondern weil er durch seine Veranlagung die Krankheit auf sich lenkt, wenn er von den Kranken angesehen wird. Deswegen weicht er ihren Blicken aus, als ob sie ihn verwundeten. Ferner hast du vielleicht schon gehört, dass von den Schlangen der sogenannte Basilisk jedes Wesen, das ihm begegnet, durch seinen bloßen Blick und Atem lähmt und tötet. Wenn also manche Menschen selbst auf die, welche ihnen lieb und sympathisch sind, verderblich wirken, so ist das durchaus nicht erstaunlich. Da sie nämlich von Grund auf böse Natur sind, so üben sie die entsprechende Wirkung aus, auch wenn sie es nicht wollen. Deine Erklärung des Problems ist ebenso geistvoll wie glaubhaft, sagte Charikles nach kurzem Nachdenken. Wenn sie doch nur eines Tages Liebessehnsucht empfände, dann würde ich sie als gesund und nicht als krank ansehen. Wie du weißt, habe ich gerade in dieser Beziehung deinen Beistand erbeten. Leider ist nicht zu befürchten, dass der Feindin von Ehe und Liebe so etwas zustößt. Sie scheint tatsächlich an einer Verhextheit zu leiden. Und zweifellos wirst du als guter Freund und in allem beschlagener Mann auch diese Krankheit zu beheben gewillt sein. Ich versprach es zu tun, was in meinen Kräften stehe, wenn ich ihr Leiden erkannt hätte.